Sehr viele Menschen glauben an sich selbst. Und sehr viele Menschen vertreten den Glauben, an sich selbst zu glauben. Ist wichtig. Wichtig für diese Welt. Man kann hier dann durch den Glauben an sich selbst Aufmerksamkeit anderer auf sich ziehen, Strukturen aufbauen, Machtpositionen beziehen, Reichtum ansammeln durch Gewalt, Macht, durch Liebe, durch Angst. Aber alles in dieser Welt. Man glaubt an sich selbst, an sonst nichts. Man kann an Gott glauben. Nein, hier drin. Hier drin. Dass Gott der Vater, der Schöpfer ist von uns allen. Was wir sehen, was wir fühlen, was wir erfahren. Dass er einen Plan hat. Und wenn man an ihn glaubt, an den Vater im Himmel, im göttlichen Glauben, dann langt dieser Glaube allein. Denn dann glaubt der Schöpfer an mich, an uns. Und dann ist es nicht mehr wichtig, dass wir an uns glauben. Denn unser Glaube, menschlich, ist begrenzt. Vom Verstand her begrenzt. Aber in Gott ist der Glaube an uns grenzenlos. Dann ist egal, ob an uns die Welt glaubt oder nicht. Wir, die 144.000, mit allein der Liebe und der Wahrheit in uns, bringen Gott in diese Welt. Jeder auf seine Art. Aber was uns verbindet, ist das, was Gott ausmacht. Die Liebe. Glaube nicht an dich selbst. Glaube an den Schöpfer in dir. An die Macht Gottes in dir. Im göttlichen Glaube wird dann alles möglich.